Hallo zusammen! Willkommen zum zweiten Video unserer Reihe zum Thema Wassermelonen-Challenge. In unserem ersten Video haben wir gezeigt, wie wir die Aussaat gemacht haben. Das könnt ihr hier gucken. Und heute geht es darum, die Pflanzen in die Erde zu bringen. Wie die sich bisher entwickelt haben, könnt ihr jetzt mal eben gucken. Eigentlich wollten wir die schon längst einpflanzen, aber es war so lange kalt, es ist endlich jetzt mal warm geworden. Wir haben jetzt Anfang Juni, es ist Donnerstag und nach Mondkalender Fruchttag, also super, um die Melonen in die Erde zu bringen. Und wie wir das jetzt machen, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß dabei! Zehn Pflanzen der Sorte Sugar Babe, die sich super entwickelt haben. Platz haben wir allerdings nur für 6. Schauen wir uns die mal genauer an. Bevor wir uns die Pflanzen aber genau im Detail anschauen, möchten wir euch noch eben die 3 Standorte zeigen, wo die Melonen einziehen werden. Der eine Standort sind die Frühbeete, diese beiden hier. Das vordere ist mit Pferdemist vorbereitet und das hintere mit vererdeten Bokashi. Und wie wir das gemacht haben, zeigen wir euch jetzt. Die anderen beiden Standorte wären Hochbeet Nummer 1 und Hochbeet Nummer 3. Hochbeet Nummer 1 ist letztes Jahr frisch befüllt worden, also dieses hier. Und hier werden pro Ecke, also hier und da drüben an der Ecke, jeweils eine Melonenpflanze eingepflanzt. Und auf der einen Seite werden wir auch vererdeten Bokashi drunter einarbeiten und auf der anderen Seite Pferdemist. So, fangen wir mal an. Für die Frühbeete brauchen wir 2 Pflanzen, also pro Frühbeet eine Pflanze. Los geht's! Dieses Frühbeet ist mit Pferdemist vorbearbeitet und als erstes schneide ich hier einen Schlitz rein. Genau genommen ein Kreuz. Und der Gärtner war ja schlau. Der hat einen Platzhalter eingebaut, damit das Pflanzen jetzt viel einfacher ist. Je nachdem, in welche Ecke ich hier leuchte, ist alles zwischen 22 und 28 Grad. Ich würde sagen, gute Ausgangstemperatur. Dann kommt jetzt die Melone rein.
Der Wurzelballen sieht super aus. Leicht andrücken und dann gleich mit Wasser angießen. Aber wichtig, Melonen lieben es sehr, sehr gerne warm. Also Wasser nehmen aus einer Gießkanne, die schon lange in der Sonne stand oder die im Gewächshaus stand. Also warmes Wasser nehmen. Also nicht heißes Wasser nehmen, nicht kaltes Wasser nehmen, sondern angenehm warmes Wasser nehmen für die Melone. So, nächster. Dieses Frühbeet ist mit Bokashi vorbearbeitet worden und hier passiert jetzt das Gleiche. Also aufschneiden. Den schlauen Becher rausholen. Auch hier gut Mitte 20 Grad. Und die Melone rausholen. Vorsichtig andrücken. Und jetzt kommt noch das Wasser. Das Gießwasser ist 22, 23, 24 Grad warm. Pro Frühbeet wird jetzt eine halbe Gießkanne gegossen und dann mache ich die zu. Diese Folie haben wir hier aus vier verschiedenen Gründen eingebaut. Die ist halb durchlässig, lässt also UV-Strahlen nur zur Hälfte durch. Zum einen heißt es weniger gießen, weil nicht so viel Wasser verdunstet. Dann erhoffen wir uns, dass da weniger Unkraut hochkommt. Und die Erde wird auch noch gut erhitzt, also erwärmt und speichert besser die Erde, was natürlich auch nachts den Vorteil hat, dass es nachts nicht so schnell kalt wird. Die Steine werden an die Seiten gepackt, um eine Belüftung zu haben. So, die nächsten beiden Melonen sind dran. Die kommen in Hochbeet Nummer 1, in die Ecken. Allerdings fehlt jetzt hier noch der vererdete Bokashi und der Pferdemist. Den holen wir jetzt erstmal. So, wir sind an Hochbeet Nummer 3 angelangt. Auf diese Seite kommt Pferdemist. Mal messen. Oh. Drüben hatten wir so 18, 19 Grad. Hier ist 4, 5 Grad wärmer. Naja, ist auch neuer. So, fangen wir mal an zu buddeln.
So, fehlt noch Nummer 6. Auf dieser Ecke vom Beet wird der vererdete Bokashi jetzt eingearbeitet. Und dann kommt auch hier die letzte Melone rein. Die kann man natürlich auch ein bisschen tiefer setzen. Das werde ich auch hier machen. Sechs Melonenpflanzen haben wir jetzt in die Erde gebracht. Zwei im Frühbeet und vier in den Hochbeeten. Vier Melonenpflanzen stehen aber noch hier. Zwei davon sind auch schon reserviert, aber zwei davon sind noch über. Jetzt seid ihr gefragt. Wenn ihr eine Melonenpflanze, eine Sugar Baby von Bingenheimer von uns haben möchtet, dann schreibt uns das in die Kommentare. Ich sag mal bis nächste Woche Donnerstag. Die müssten auch selbst abgeholt werden hier in Mönchengladbach. Falls sich mehr als eine Person melden sollte, werden wir das natürlich verlosen. Und so schön sehen die aus. Wir hoffen, euch hat das Video Spaß gemacht, ihr seid inspiriert und wenn ihr gerade motiviert seid, ihr wollt auch eine Melone pflanzen, die kriegt man jetzt auch noch zu kaufen und kann die jetzt auch auf jeden Fall noch gut pflanzen. Schaut auf jeden Fall noch bei den anderen YouTubern von der Challenge vorbei. Die ganzen Kanäle stehen auch in der Infobox verlinkt. Wie es weitergeht und wie sich unsere Pflanzen entwickeln, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Jetzt heißt es endlich, 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 endlich Sonne genießen. Tschüss!